Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4. Wir waren in der letzten Folge hier und hier habe ich dann mit dem Blinker und der Spinnrute den Hecht gefangen und dann hatten wir noch ein bisschen auf Pose geangelt. Sind dann nachher nach da hinten gegangen, wo ich jetzt auch wieder hingehe, weil wir ja erstmal ein bisschen Geld sammeln wollen und ein bisschen leveln müssen für den neuen See, den wir dann freischalten. Hier ist sogar noch der Weihnachtsstand. Ja, Freunde, auch in dem Video sage ich das nochmal. Frohes Neues an alle, die vielleicht das Video jetzt erst sehen, weil ich habe kein richtiges Video gemacht. Dann habe ich total vergessen. Ja, da habe ich total vergessen, ein Video zu machen, um frohes Neues zu wünschen. Das ist mir irgendwie komplett entfallen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse oder so. Weil da habe ich überhaupt nicht, gar nicht dran gedacht. Ah, Tauwürmer sind jetzt natürlich wieder ausverkauft. Ich weiß gar nicht, brauchen wir irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Regenwürmer haben wir. 45 Stück. Doch ein paar Regenwürmer könnten wir kaufen. Kaufen wir einfach mal ein paar Rehschiffwürmer. So. Und dann werden wir erstmal Geld sammeln. Hat auch eine ganze Zeit dauern wird. Gehe wieder an meiner Stelle, wo ich das irgendwie am besten finde. Und ja, kommt natürlich, ihr seid alle gut reingerutscht ins neue Jahr. Das ist das Wichtigste. Jetzt zeigt nur Ohrwurm von dieser scheiß Weihnachtsecke da. Diesen Mist. Ah, es ist kein Mist, aber. Ah, ich kriege ja sowieso schnell Ohrwürmer. Das ist bei mir nichts Neues. Ist wohl ein bisschen zu flach, huh? 0,5, ne, passt. Sollte eigentlich passen. So, hinlege. Boah, das hat mich fast verschluckt hier. Das tut mir echt leid, Freunde. Das war nicht mit Absicht. Ja, ne? Ach, die dritte habe ich auf Blinker. Habe ich denn noch eine andere? Nee, hab gar nichts anderes. Ach, der Blinker wir hier ein bisschen London Sheet. Aber ich sehe schon, da beißt gerade schon Fisch an der zweiten. Ah, da war er leider nicht dran. Das übliche Problem, ihr kennt es ja. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist das Einzige, was mich ankotzt hier an dem Teich. Oder allgemein an dem Spiel so ein bisschen. Auf Pose ist das, das ziemlich oft, diese, dass sie nicht beißen irgendwie oder nicht hängen. Keine Ahnung. Jetzt geht wieder los. Wieder nicht dran. Tja, das ist echt komisch. Aber was willst du machen? Oh, jetzt habe ich hier aber was dran. Das ist ein Barsch. Nice. Oh, wieder die
Vorfreude erhöht hier. Das meine ich, was ist da zur Hölle? Das nervt. Das sind wohl die mistigen Haken, glaube ich. Ich glaube, das sind echt diese blöden Haken, die ich da dran habe. Lieber mal einen Haken kaufen sollen. Müssen wir uns, glaube ich, demnächst mal ein paar andere Haken kaufen. Und irgendwas stimmt hier nicht. Oh mein Gott. Also ich habe ja einen anderen Account, wo ich privat spiele, und da habe ich immer zwei verschiedene Posen, weil dann kann man das besser unterscheiden. Aber das ist jetzt nicht weiter wild. Oh, der erste Fisch, der mal hängt. Ich werde verrückt, Junge. Das ist jetzt übrigens Premium über die Feiertage gewesen. Sind noch 5 Tage Premium jetzt. Da kann ich euch mal zeigen. Da oben seht ihr das. Premium 5 Tage, 8 Stunden. Da kriegt ihr dann halt mehr EP und so was. Also wer das nutzen will, gönnt euch. 5 Tage habt ihr noch. Was kostet eigentlich Geld? Wie bei Fishing Planet. Weil Free-to-Play ist, müssen sie irgendwie Geld verdienen, das ist ja verständlich, ne? Also denke ich mal, dass das verständlich ist. Ich denke mal, hier vorne wird nichts mehr beißen. Oh, da hat eine Karausche geangelt da hinten, der Bursche. Mal dahin flanken. Und irgendwie neue Köder und neue Haken und alles soll es auch geben. War ein Update, habe ich nur beiläufig so ein bisschen gesehen. Ja, und das ist wieder das, was ich meine. Also ach, ich muss mir unbedingt andere Haken kaufen, das hältst echt nicht aus, ja. Na, ja, das ist unglaublich. Ich brauche andere Haken. Was habe ich denn hier für einen Haken dran? Was sind hier für Haken drauf? Sind da heute schon die besseren drauf? Was ist denn das? S16er? Was ist das? S5, Alter, sind das doch gute Haken. Was ist denn da los? Hart, Alter. Da ist ein Barsch an meine Angel dran. Doll. Dabei habe ich das Ding hier nur hingelegt. Hart. Oh, das ist ein großer. Das ist eine Karausche. Das ist eine Karausche. Und damit sind wir Level 6. Level 6. Ja, hart, Alter. Level 6 natürlich. Damit sind wir Level 6 und ich glaube, im nächsten Level können wir ja schon zum neuen Teich. Aber ich weiß nicht, ob ich ehrlich gesagt, ob ich da hingehen soll. Weil ich eigentlich der Meinung bin, dass es dort
gar nicht so gut ist zum Angeln. Also für Pose jetzt, weil er die blöde Strömung hast. Aber wir gehen da trotzdem mal hin. Irgendwann später denn aber. Weil hat ja halt auch alles Geld kostet, ne? Die Reisekosten und den ganzen Quatsch. Muss ich mal sehen. Obwohl ich da auch eine gute Stelle habe, da angelt man eigentlich auch ohne Punkt und Komma die Fische. Da geht das eigentlich auch recht gut. Das müssen wir mal gucken, wo wir denn hin eiern. Naja. Aber ich finde, jetzt momentan mit meinem anderen Account bin ich immer an den 12er See. Also da angel ich dann meist immer tagsüber ein bisschen Karauschen und den ganzen Quatsch. Und nachts dann Aal, was ich schon mal sagte, ne? Das macht halt echt Laune, oder? Aber da kannst du halt auch diese Graskarpfen dran kriegen an der Angel. Die tun echt weh, die Dinger. Die kriegst du nicht raus mit der Posenstippe hier. Tja, wer geht zuerst unter von euch zwei Posen her? Wer taucht zuerst ab, Freunde? Und es ist... War aber nicht dran. Ist doch nicht dein Ernst, Alter. So sieht das alles aus, Freunde. Aber bis wir Level 12 sind, dauert sowieso noch einen Moment. Auf der anderen Pose hier vorne, das ist ein Barsch, das sehe ich schon. Vielleicht auch mal die Angel in der Hand nehmen. Weil ich das Gefühl habe, dass die zuerst abgeht, die Pose. Furchtbar, ich sage es immer wieder. Ausgeschlitzt. Da haben wir einen Boesch. Ah ne, eine Schläfergrundel ist er. Eine olle Grundel. Und da haben wir eine Karausche. So, Posen wieder hinlegen, gucken, welche zuerst abdunkt. Dunkeldunk, ne? Rechts ist vorne, links, ne Quatsch, rechts ist hinten, links ist vorne, so. Na, jetzt regnet das in-game. Jetzt sieht man, dass die Leiste runtergeht, die unterste. Die Wohlfühlleiste ist das. Müsste man jetzt einen Tee saufen oder so. Oder Glühwein oder sowas. Komischerweise ist das hier heute echt merkwürdig mit den Bissen andauernd. Die sind fast alle nicht richtig dran, ne? Da auch wieder nicht. Ja, das geht mir ein bisschen auf den Brenner, Freunde.
Aber falls ihr euch fragt, warum da links im Chat gerade angezeigt wurde, Wochenrekord russischer Stör, das wird von sämtlichen Seen die Rekorde angezeigt. Habe ich mich anfangs auch erst gewundert. Ich denke, hey, hier gibt es doch gar keine Störe in dem Teich. Und dann ist mir das nachher erst aufgefallen, dass das von sämtlichen Seen ist. Ach hier, das ist. Ich weiß halt nicht, was ich dazu sagen soll. Oder? Werde die Posen mal tiefer stellen jetzt. Oh, 50 cm hier. Vielleicht passiert denn mehr, weil ich aber auch nicht glaube. Eher noch weniger. So sieht das alles aus. Ja gut, das war klar, wenn ich jetzt auf 50 cm stelle, dass das fast auf dem Grund ist hier, dass da nicht mehr so viel bei ist, ist denke ich mal klar, oder? Na nur, was ist, welche Pose ist jetzt wieder welche? Ich hab's gesehen. Da, und das ist es, das ist halt das, was ich meine, ne? Das ist, kannst du echt machen, was du willst. Da. Das habe ich sonst nie so krass gehabt, dass mir sämtliche Fische flöten gehen hier. Was ist denn das, Alter? Mir dann an den Haken holen oder was? Falls irgendeiner von euch weiß, woran das liegt, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ich glaube fast, dass die Haken blöd kacke sind oder so. Aber ich habe die immer genutzt. Vielleicht noch ein 7er oder ein 8er nehmen? Ich weiß auch nicht. Wir gehen mal gleich mal gucken jetzt. Ich hole den Fisch noch raus da, wenn er überhaupt dran ist da. Und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwas geregelt kriegen, weil das kann ja nicht sein hier. Irgendwas ist da komisch, ja. Sowieso die Folge gleich vorbei, wie ich gerade sehe. Dann passt das so oder so. Also Freunde, wie gesagt, ihr könnt euch merken, hier halt braucht ihr euch auch nichts zum Essen kaufen. Habe ich glaube ich schon mal gesagt in der Folge. Dann müsst ihr einfach einmal am Tag an der Gulaschkanone da und dann gibt es was zum Leveln gratis. Hier oben. Die Feldküche. Ich habe jetzt vorhin schon gefordert, deswegen geht es jetzt nicht. Ja, hier braucht glaube ich auch gar nicht großartig gucken. Ne? Ein Barsch, fünf Barsche. Fünf Stück, ein Stück, Schleie. Kaulbarsch, Giebel, ne, braucht nicht gucken. Da ist sowieso nichts, da haben wir zu wenig Fische geangelt. So, dann haben wir 5 Dolle. Ich muss hier echt nochmal nach dem Haken gucken, bevor wir jetzt die Folge beenden hier. So. Haken. Den CHK hier.
16er, 7er, 3,70 kostet. Aber ich nehme mir davon mal einen mit. Und dann holen wir uns später mal noch einen davon. Und dann würde ich sagen, beende ich die Folge und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, Freunde. Haut rein. Tschüssi.